Haben Sie diese Bilder schon mal irgendwo in unseren Mainstream-Medien gesehen? Also ich nicht. Ende Juli 2018 brachen über 700 Migranten, bewaffnet mit Stöcken und selbstgebauten Flammenwerfern, durch den Grenzzaun an der spanischen Stadt Ceuta, berichteten lokale Medien unter Berufung auf die Polizei. Über 100 Migranten und 22 Grenzpolizisten wurden dabei verwundet. Glauben Sie auch, dass das nur Flüchtlinge sind? Familienväter? Mit selbstgebauten Flammenwerfern? Jetzt wissen Sie jedenfalls auch, warum Sie Ihre Waffen abgeben mussten. Nach sogenannten Amokläufen wurden von Europas Behörden ja immer wieder die Waffen eingesammelt. Das heißt, die Bürger konnten legale, aber auch illegale Waffen freiwillig abgeben gegen eine Amnestie. Jetzt wissen wir auch warum. Nicht, dass irgendjemand Migranten ermorden wollte. Viele davon sind ja selbst entwurzelte Opfer. Wir wollen auch nicht den öffentlichen Frieden stören. Das tun schon andere. Man würde sich gegebenenfalls nur gern selbst verteidigen können. In Notwehr. Das ist nämlich legal. Aber das dürfen wir nicht. Denn Europa wird am globalen Wühltisch verramscht. Solange der Vorrat reicht. Und warum? Weil es die UNO so beschlossen hat und alle unterschreiben werden. Merkel, Macron, Kurz und wie sie alle heißen, bis auf Trump und den ungarischen Ministerpräsidenten Orban. Aber alle anderen haben sie, ihre Familie und ihr Häuschen längst verhökert. Am 10. und 11. Dezember 2018 soll ein Papier unterschrieben werden, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Der Global Compact on Migration, der globale Pakt für Migration, der garantieren soll, dass Migranten ständig geordnet in andere Länder einwandern können, indem die Zielländer im Endeffekt zur unbeschränkten Aufnahme verpflichtet werden. Vollständig heißt er globaler Pakt für sichere, geordnete und reguläre Migration. Das meint Merkel, wenn sie sagt, die Migration muss besser geordnet und gesteuert werden. Mit der Realisierung werden neue, gewaltige Wanderbewegungen in Gang gesetzt, zu denen das bisher Erlebte wohl nur der Auftakt ist. Und die angestammten Bevölkerungen können sich gegen diese Form der Landnahme, wie das mal ein berühmter Verhaltensforscher ausgedrückt hat, nicht wehren. Für Deutschland und Europa heißt das, sie werden überrannt werden. Am 10.11. Dezember 2018 soll dieser Pakt in Marrakesch unterschrieben werden. Dabei geht es um nichts Geringeres als um die Abtretung nationaler Souveränität an den künftigen UN-Superstaat, die Auflösung demokratischer Strukturen und die einheitliche Strategie zur Unterdrückung, Verfolgung und Bekämpfung kritischer Stimmen. Mit anderen Worten geht es um die globale Abschaffung der Demokratie. Zwar müsste einem solchen Migrationsvertrag nicht nur der Bundestag, sondern eigentlich auch die Bevölkerung zustimmen. Die Parlamente und Bürger werden jedoch ausgetrickst, indem man behauptet, das Abkommen sei rechtlich nicht bindend. Man spricht dabei auch von Soft Law, also weichem Recht. In Wirklichkeit aber, wenn man sich diesen Vertrag mal anschaut oder den Vertragsentwurf, kann man dort überall lesen, zum Beispiel, wir verpflichten uns, sichere, geordnete und regelmäßige Migration zum Wohl aller zu gewährleisten und zu erleichtern. Fast unnötig zu erwähnen, dass dies in Deutschland einen Verfassungsputsch darstellt. Niemand hat dem Merkel-Regime das Mandat erteilt, Deutschland der Auflösung und Fremdbesiedelung preiszugeben. So rollt eine in totalitärer Weise minutiös geplante, geförderte und von den lokalen Kollaborateuren verborgen gehaltene dauerhafte Masseneinwanderungsbewegung auf die im Wesentlichen ahnungslosen Menschen Europas zu, in der Völker mit ihren spezifischen Kulturen keine Rolle mehr spielen und schließlich die letzte demokratische Regierung fällt, hat die Journalistin Miriam Lau geschrieben. Damit das niemand merkt, sieht der Vertrag eine Reihe von Maßnahmen vor, um den Menschen ihren eigenen Untergang zu verkaufen und Kritiker zum Schweigen zu bringen.
So heißt es beispielsweise unter Punkt 10, man müsse allen Bürgern Informationen, Zitat, über die Vorteile und Herausforderungen der Migration verschaffen, mit dem Ziel, irreführende Erzählungen zu zerstreuen, die eine negative Wahrnehmung von Migranten erzeugen könnten. Und ferner, wir verpflichten uns weiter, einen offenen und evidenzbasierten öffentlichen Diskurs über Migration und Migranten zu führen, der diesbezüglich eine realistischere, humanere und konstruktivere Wahrnehmung erzeugt. Das heißt, diesen Leuten in der UNO passt es also nicht, wie viele Menschen inzwischen über Migranten denken, aus gegebenem Anlass natürlich. Und sie wollen also den öffentlichen Diskurs, die öffentliche Diskussion steuern in Zukunft. Das heißt also, es geht um einen gesteuerten und loyalen Dialog. Schon früher forderte der UN-Generalsekretär Antonio Guterres im Zusammenhang mit der Migration alarmistische Fehldarstellungen, ihre Auswirkungen zu beseitigen und zu verbannen. Also wie will man denn Fehldarstellungen, erstens, was sind Fehldarstellungen? Und zweitens, wie will man die beseitigen? Natürlich sprechen wir hier von Zensur. Und die politischen Führer müssen die Verantwortung dafür übernehmen, die nationalen Diskurse zu diesem Thema und politische Reformen neu auszurichten. Das heißt, es soll also erstens in die öffentliche Diskussion eingegriffen werden und zweitens in die Gesetzgebung. Das ist mit politischen Reformen gemeint. Mit anderen Worten soll es Gesetze gegen bestimmte Meinungsäußerungen geben. All das ist selbstverständlich verfassungswidrig und auch ein Verstoß gegen die Menschenrechte. Ja, mehr noch. Die de facto totale Freigabe der Migration ist noch viel mehr, nämlich Völkermord. Denn Völker stehen nun mal unter dem Schutz des Völkerrechts. Sogar die Völker in den Zielländern, so wie Deutschland, wie es in den UNO-Dokumenten heißt. Das Ganze wird selbstverständlich nicht erst seit gestern geplant. Nicht zufällig brechen beispielsweise die Geburtenraten in Europa seit Jahrzehnten ein, während sie in Afrika auf sehr hohem Niveau bleiben, womit diese Menschen also als eine Art Menschenreservoir benutzt werden. Wer solche Gedanken für menschenverachtend hält, sollte sich aber bei den Planern beschweren. Gleichzeitig wurden und werden Millionen Menschen durch Kriege und Revolutionen aus ihrer Heimat in Afrika, dem Irak und Afghanistan vertrieben und nach Europa gelotst. Das ist die Politik der UNO und ihrer wichtigsten Mitgliedstaaten USA, Großbritannien und Frankreich. Bei dem Austausch der Vertreibung und vielleicht sogar der Ermordung der Bevölkerung Europas wird das naturgemäß nicht zimperlich zugehen. Denn was man ihnen auch nicht erzählt hat, ist, dass im Süden Europas bereits eine brutale nigerianische Mafia mit allem aufräumt, was sich ihr in den Weg stellt. Der Name ist Programm, die schwarze Axt. Zitat: Vor kurzem berichtete der italienische Giornale von einem blutigen Kampf rivalisierender nigerianischer Gangs in Ferrara. Während dreier Tage seien mit Äxten, Macheten und Pistolen bewaffnete Nigerianer immer wieder aufeinander losgegangen und hätten die Stadt mit den weltberühmten Renaissance-Bauten in eine Kriegszone verwandelt. So stand es in der Basler Zeitung zu lesen. Und weiter, die nigerianischen Banden kontrollieren den Kokainhandel und haben sich neben den eingeborenen Syndikaten als fünfte Mafia etabliert. Die nigerianische Mafia, auch Schwarze Axt genannt, gegründet von Ex-Militärs, sei die mitleidloseste Mafia weltweit, urteilt der Kriminologe Alessandro Melluzzo. Und diese außer Rand und Band geratenen Ex-Militärs sind entschlossen, sich möglichst viel zu holen. Lesen Sie alles über diesen menschenverachtenden globalen Pakt für Migration in der neuen Expresszeitung Nummer 19 unter dem Titel Globaler Pakt für Migration. Es gibt kein Zurück. Eiskalt geplant und skrupellos wird hier vorgegangen. Niemand soll mehr eine Heimat haben, weder die Migranten noch wir.
Tja, und jetzt verrate ich Ihnen auch, wie Sie an diese neue Expresszeitung Nummer 19 kommen können. Gehen Sie einfach auf meine Website wisniewski.ch. Da finden Sie diese blauen Banner und die bringen Sie ganz schnell zur Website der Expresszeitung, wo Sie mal einen Blick hineinwerfen können oder vielleicht sich auch zu einem Abo entschließen können, was uns natürlich sehr freuen würde. Der kleine Umweg über meine Website hat für mich den Vorteil, dass Sie damit auch meine Arbeit fördern, ohne dass Sie es überhaupt bemerken, falls Sie sich zum Beispiel zu einem Abo entschließen sollen. Also, ich hoffe, wir sehen und wir lesen uns bei der neuen Expresszeitung Nummer 19 über den globalen Pakt für Migration. Vielen Dank, Ihr Gerhard Wisniewski.